richtig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns ja in unserer Themenreihe Liebe, Beziehung und Freundschaft. Und heute haben wir das Thema Lebensplanung. Ich bin die Deborah und ich bin im Jugendtreff in Odenheim. Und wir haben heute wieder drei Gäste zu Besuch, die uns zu dem Thema etwas sagen werden. Ihr könnt euch gerne selbst vorstellen. Ja, also ihr kennt mich ja schon aus dem ersten Teil. Mein Name ist Iris Elste. Ich arbeite in der Schwangerschafts- und Familienberatung im Caritasverband in Bruchsal. Und habe heute zwei Freundinnen mitgebracht, die Sophia und die Lea. Ihr seid beide 18 Jahre alt und wir haben uns heute getroffen, um so ein bisschen über eure Teenagerzeit zu reden und was ihr euch so auch für die Zukunft in der Teenagerzeit für eure Zukunft vorgestellt habt. Und ihr könnt ja mal kurz Hallo sagen. Hallo! Hi! Ja, wir haben entschieden, dass die Sophia und die Lea nicht persönlich zu sehen sind, weil wir doch Themen haben, die jetzt nicht unbedingt einem Gesicht zugeordnet werden sollten. Also von daher seid ihr nicht verwundert, aber wir werden eine tolle Unterhaltung haben. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich euch ein paar Fragen stelle und ihr würdet die einfach spontan beantworten. Und meine erste Frage, die mich wirklich interessieren würde, wäre, wie habt ihr euch euer zukünftiges Leben vorgestellt, als ihr so 15, 16 wart? Ja, also ich hatte so das Standardleben, was ich mir vorgestellt habe, sage ich mal. Also wir waren ja kurz vorm Abschluss, vorm Schulabschluss und den wollte ich auf jeden Fall schaffen. Danach wollte ich ins Ausland gehen oder ein FSJ machen. Und dann meine Ausbildung anfangen. Ich wollte Tierärztin werden und habe das so auf mich zukommen lassen. Ja, genau, das habe ich jetzt auch so gesagt, einen guten Schulabschluss, damit man auch mehr Möglichkeiten irgendwie auch hat und vor allem dann auch zu der Zeit oder auch jetzt noch groß im Raum, dass man sich halt möglichst viel mit Freunden trifft und möglichst viel Austausch hat, um eine gute Zeit einfach zu haben. Habt ihr Hobbys? Ich spiele Keyboard und ich bin manchmal reiten gegangen, so, aber jetzt passt es mit der Ausbildung als nicht mehr so, aber als ich 16 war, schon deutlich öfter. Warst du? Ja, ich habe auch viel Musik gemacht, Gitarre gespielt, Flöte gespielt und ansonsten halt auch Sport gemacht im Fitnessstudio. Okay. Und ihr seid ja jetzt 18 beide und was hat sich denn da so erfüllt oder ist es wie geplant gelaufen dann auch, was ihr so vorgestellt habt? Also bei mir ist es nicht wie geplant gelaufen. Ich habe kurz vorm Schulabschluss gemerkt, dass ich schwanger geworden bin. Und das war natürlich erstmal ein kleiner Schock. Oh ja. Und damit war dann auch die Lebensplanung so ein bisschen hinfällig. Und ja, dann musste ich mich erstmal ganz neu einstellen. Ja, bei mir haben sich, ich bin nicht schwanger geworden, bei mir haben sich ein paar andere Möglichkeiten gegeben. Anstatt für ein Studium habe ich mich dann für eine Ausbildung entschieden, aber sonst hat es meinen damaligen Erwartungen schon eher entsprochen, als das, was dazwischen gekommen wäre. Und was machst du für eine Ausbildung? Ich mache eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, beim Zahnarzt. Ah ja, gut, sehr schön. Ja, und bei dir ist es tatsächlich anders verlaufen. War das Kind geplant oder wolltest du das Kind haben? Nee, also das Kind war nicht geplant. Ich war ja auch noch recht jung zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und wie gesagt, ich wollte erstmal meine Schule fertig machen und so. Ich wollte irgendwann mal Kinder, aber noch nicht so früh. Mhm. Und es war erstmal ein kleiner Schock, aber ich habe dann viel drüber nachgedacht, ob ich das Kind bekomme oder wie ich damit umgehe. Und ich habe mich dann dafür entschieden, es zu behalten auf jeden Fall. Und musste das dann natürlich erstmal so allen erzählen. Ja. Genau. Und wie war das? Wem hast du es als erstes erzählen können? Also ich habe mich nicht direkt getraut, es meinen Eltern zu erzählen, weil ich dachte schon, dass sie mich unterstützen, aber ich wusste nicht, wie sie reagieren, weil ich ja eben noch so jung war, noch keine Ausbildung hatte. Ich habe mich dann dafür entschieden, das der Sophia zu erzählen, weil sie eine gute Freundin von mir ist. Und das ist toll, ja. Genau. Und wie hast du darauf dann reagiert? Also für mich war das erstmal ein ganz großes Gefühlschaos, weil ich einerseits irgendwie ein bisschen geschockt war, aber einerseits dachte ich mir, also die Lea ist eine richtig gute Freundin von mir und da wollte ich sie natürlich auch unterstützen, weil sie das, glaube ich, am Anfang ziemlich mit sich selbst ausgemacht hatte und dann schon zu mir kam und meinte, ich möchte es behalten, das ist
Also für sie stand es dann nicht mehr zur Option. Ich habe mich natürlich gefragt, wie es weitergeht. Ich habe mich aber auch irgendwo geehrt gefühlt, dass sie in mich das Vertrauen hatte und sich da an mich wenden konnte. Und auf mich bezogen wurde mir, glaube ich, einfach meine eigene Freiheit in der Hinsicht noch mal ein bisschen bewusster. Ja. Hat dir das dann gut getan, als du es erzählen konntest oder jemand gefunden hast, wo du dich anvertrauen kannst? Ja, also es hat mir total geholfen, weil wie sie schon gesagt hat, ich habe das ja in mich reingefressen so und wusste auch gar nicht, wo ich stehe mit meinem Kopf so und ja, sie hat mir einfach den Rückhalt gegeben, den ich gebraucht habe und dadurch konnte ich dann auch zu meinen Eltern gehen, weil ich halt schon wusste, ich habe eine Person, die mir da hilft. Okay. Und konnte es dann auch meinem Freund erzählen, der musste es ja natürlich auch wissen. Genau, und die haben dann auch alle ganz gut reagiert zum Glück. Okay. Deine Eltern waren ein bisschen geschockt am Anfang, oder? Ja, also die waren schon sehr vor den Kopf gestoßen, wir haben es ja alle nicht erwartet. Aber nach dem ersten Schreck so, ja, haben sie auch gesagt, wir schaffen das und sie unterstützen mich bei allem und auch später dann in der Ausbildung, dass sie da auch auf das Kind aufpassen können und immer für mich da sind auf jeden Fall. Also ich habe ja das auch oft in der Schwangerschaftsberatung und ich meine, die Lea war dann auch bei mir, hat dann auch den Tipp gekriegt, zu einer Schwangerschaftsberatung zu gehen und wir haben, also das ist auch ein großer Punkt oder ein Schwerpunkt, wie kann man auch die Zeit speziell mit Ausbildung und auch mit finanziellen Unterstützung nach der Geburt dann auch gestalten. Aber ich glaube, ich bin selber Mutter und ich glaube, ich wäre auch erstmal sehr geschockt gewesen, wenn meine Tochter damals schwanger gewesen wäre. Und ich kann die Mütter auch verstehen, aber ich habe auch das erlebt, dass fast alle Mütter oder Eltern sich mit ihrer schwangeren Tochter dann zusammentun und tolle Lösungen finden. Und wenn dann noch so tolle Freundinnen dabei sind, die das auch mit unterstützen, ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dann ist es einfach eine tolle Sache. Wie hat dein Freund darauf reagiert? Der war erstmal auch sehr schockiert und klar, der stand auch noch, also der war so alt wie ich, der stand auch vorm Schulabschluss und der wusste ja dann auch nicht, wie es weitergeht. Aber auch er hat dann entschieden, dass wir das Kind zusammen großziehen wollen und dass er auch der Vater sein will. Ja. Und ja, wir haben beschlossen, wir kriegen das irgendwie hin und so kam es dann auch. Okay. Bist du noch mit ihm zusammen? Leider nicht. Okay. Wir haben dann festgestellt, dass es doch zu kompliziert wurde, dass wir auch in verschiedene Richtungen gegangen sind so in der Lebensplanung und dann haben wir uns getrennt, aber ich habe jetzt einen ganz tollen neuen Freund gefunden. Ach schön, das ist super. Ja. Und der Vater hat trotzdem noch Kontakt mit unserem Kind und das passt alles so. Das ist super. Das ist sehr schön. Es ist nicht immer selbstverständlich. Ich habe eingangs erwähnt, ich mache Schwangerschaftsberatung, habe immer wieder Fälle, wo es junge Eltern gibt. Und ja, es ist halt mal so und mal so. Und ich denke, man muss das Beste draus machen und hört sich aber soweit echt toll an. Genau. Wünschst du dir, dass es dass es anders gelaufen wäre? Also es gibt Momente, in denen ich denke, ich sehe es ja bei der Sophia, die kann viel mehr Freiheiten ausleben, die geht oft feiern am Wochenende oder so. Und ich würde da manchmal gern mitgehen. Durch das Kind oder ja, durch unser Kind ist es einfach schwierig teilweise. Mhm. Weil man ja Betreuungen organisieren muss, meine Eltern haben auch nicht immer Zeit. Und das sind Momente, wo ich auch gern mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen würde. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass die sich so alleingelassen fühlen oder so. Aber alles in allem haben wir uns jetzt gut damit arrangiert und ich könnte mir ein Leben ohne Kind jetzt trotzdem nicht mehr vorstellen. Es ist ganz witzig, dass du das mit dem Alleingelassen sagst, weil mir geht es manchmal genau umgekehrt. Ich denke mir, ja, wir sind, also viele von uns sind haben noch keine Kinder in unserem Alter und wir sind spontan und flexibel und bei Lea ist es halt so, dass sie schon eher planen muss, was mit Kind wahrscheinlich, denke ich, auch einfach notwendig ist und dann denke ich mir, ach Mist, jetzt kann ich da und dahin gehen und habe manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich sie dann alleine sitzen lasse. Es ist schon manchmal schwieriger geworden, mit ihr Termine zu finden, aber ich glaube, zu sagen zu können, dass ich da ganz verständnisvoll bin und dass wir das immer irgendwie hinkriegen damit. Ja.
Aber die Gefühle kenne ich aus meiner eigenen Geschichte auch. Und ich war schon 26, als ich mein erstes Kind gekriegt hatte. Ich hatte Freundinnen, die noch keine hatten. Und da war es aber ähnlich, ne? Die können weg und die können machen, was sie wollen. Und umgekehrt, also, jetzt unternehmen wir schon wieder was und fahren in den Urlaub alleine. Und also, es ist sicher nochmal anders, weil ihr ja in dem Alter schon viel noch spontan macht. Aber ich glaube einfach, das passiert auch, wenn man älter ist, kann es genauso passieren. Aber ich finde es toll, wie ihr das macht. Ja, ich bin da auch echt froh drum, dass sie es so versteht und die ganze Unterstützung von mir. Das wäre ohne deutlich schwieriger. Genau, super. Ja, ihr habt jetzt schon ganz viel auch berichtet, wie so eure Freundschaft weitergelaufen ist. Hat das Kind trotzdem eure Freundschaft in irgendeiner Form beeinflusst? Ja, also ich würde schon sagen, einfach dadurch, dass da ein neuer Mensch auch quasi zu uns dazugetreten ist, ist es natürlich so, dass Lea schon manchmal ein bisschen weniger Zeit hat, aber das ist auch voll in Ordnung. Und wenn ich ihre Hilfe brauche oder sie meinen, damit können wir es trotzdem noch weiterhin unterstützen. Und ich meine, ja. Wir haben auch einfach die Treffpunkte, wo wir uns treffen, so ein bisschen angepasst. Also, dass wir uns eher mal auf dem Spielplatz treffen oder so. Ja. Statt ins Kino zu gehen zum Beispiel. Genau, aber das funktioniert soweit ganz gut. Wir integrieren das Kind in unsere Freundschaft. Das ist aber toll. Und du hast dich jetzt ja auch schon dann so ein bisschen eingenordet auf, wie funktioniert das mit Baby. Und bist du manchmal auch Babysitter, dass Lea was alleine machen kann? Oder? Ja, also wir hatten das jetzt noch nicht so oft, aber so hin und wieder mal. Oder also manchmal ist es dann so zum Beispiel, dass Leas Mutter das Kind ein bisschen nimmt, damit wir auch mal weggehen können. Oder Lea mit ihrem, was kannst du uns selber erzählen, mit ihrem Freund oder so. Aber klar, wenn sie mich braucht und ich auch gerade Zeit habe, dann machst du das auch. Sehr gerne. Sehr schön. Wir haben jetzt relativ viel über eure Freizeitbeschäftigungen gesprochen. Oder ihr gesprochen, ich habe ja nur zugehört. Aber magst du uns noch ein bisschen erzählen, Lea, wie es im Moment bei dir schulisch, beruflich oder was da so läuft gerade? Ja, also ich wollte ja eigentlich Tierärztin werden. Das ging dann einfach nicht vom Zeitaufwand. Und ich habe mich dann entschieden, trotzdem in eine Tierarztpraxis zu gehen und Tierarzthelferin quasi zu werden. Und da bin ich jetzt gerade noch in der Ausbildung. Ja, und ja, mein Kind, das kommt dann in die Kita, während ich halt in der Ausbildung bin und das funktioniert jetzt ganz gut. Schön. Klar, es hat sich zeitlich ein bisschen verzögert, bis ich das anfangen konnte, aber ich fühle mich jetzt echt wohl dort. Das ist und super, ja. Ich finde, was man auch nochmal betonen muss, wo du sehr stolz auf dich sein kannst, ist, dass sie halt auch ihren Schulabschluss noch gemacht hat, obwohl sie da mitten in der Schwangerschaft war. Ja. Also da habe ich echt höchsten Respekt vor. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekommen hätte. Dankeschön. Ich hatte die beste Unterstützung. Also man merkt einfach, dass ihr beide euch da wirklich super ergänzt und ja, tolle Freundinnen seid und dass das auch Bestand hat. Wirklich super. Was würdest du Freundinnen oder Familienangehörigen raten? So bei schwangeren Freundinnen? Ja, genau. Ja. Boah. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es super wichtig ist, Verständnis für die Situation entgegenzubringen, weil Lea hatte sich ja auch nicht ausgesucht, so früh schwanger zu werden und dann auch zu sagen so, boah, das war aber jetzt echt doof und wie konnte es dazu kommen, das wäre, glaube ich, einfach super kontraproduktiv gewesen. Und deswegen finde ich es am allerwichtigsten, da verständnisvoll zu sein. Ich kann es auch verstehen, wenn man am Anfang auch mal erst so ein bisschen sich selbst sortieren muss, aber ich glaube, es war einfach wichtig, der Person gegenüber ehrlich zu sein und sie immer so weit es geht, wie man auch im eigenen Spielraum das kann, zu unterstützen. Ja, super. Ja, gut. Könntest du dir im Moment vorstellen, ein Kind zu haben oder zu bekommen? Nein. Also das war jetzt deutlich. Also, wenn ich es mir aussuchen kann und wenn ich irgendwas dazwischen kommen sollte, dann würde ich das gerne noch ein bisschen nach hinten verschieben, wie es dir auch vorhin schon gesagt hat. Ich würde auch gerne noch mal ins Ausland, vielleicht noch ein FSJ irgendwie auch vielleicht nach der Ausbildung noch mal machen. Einfach noch so ein bisschen mehr mich finden, zu mir selbst finden. Ja. Ja, also irgendwann schon, aber in den nächsten paar Jahren eher nicht. Also erstmal so noch dein Leben ein bisschen ohne Kind zu genießen. Ich denke, man kann es auch mit Kind genießen, aber... Ja, und bis dahin hat sie einfach mein Kind als Kind. Genau.
Ja, das hört sich ja schon gut an und ich finde es auch immer wichtig, dass man es nicht negativ sieht, wenn man in dem Alter schwanger wird. Also ich glaube, das Schwangerwerden war dann erstmal ein Schock und negativ, aber ich glaube einfach auch, dass man weiß, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hilfen, es gibt Unterstützung, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen anders das Gefühl ist, ne, wo man denkt, oh, jetzt ist mal mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt, aber man sieht ja an euch beiden, dass es auch weitergehen kann, auch wenn es anders weitergehen kann. Mhm. Und es darf natürlich auch die Perspektive haben, dass man sagt, ich möchte erstmal noch mein Leben sozusagen so genießen, nämlich ohne Verpflichtung zu haben, ohne Kind zu haben. Und ich warte noch ein bisschen drauf. Also ich denke, das ist ja beides, hat es ja so seinen Stellenwert. Und du hättest dir es, glaube ich, auch ein bisschen anders gewünscht. Wenn es nicht passiert wäre, wäre dein Leben, glaube ich, anders verlaufen. Genau. Also was ich auf jeden Fall vielleicht noch ergänzen kann, ist dadurch, dass ich das bei Lea gesehen habe, wie das alles abläuft und auch mit der Schwangerschaft. Also ich möchte, wie ich gerade schon gesagt habe, ich möchte jetzt noch keine Kinder, ja. Aber ich habe halt auch gesehen, was es alles für Hilfsmöglichkeiten gibt, ja. Und dass die Familie da super unterstützen kann, sodass ich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nicht direkt in super große Panik ausbrechen würde, wenn es jetzt dann doch so wäre. Aber, ja. Genau. Und wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ich frage jetzt erstmal Lea. Ja, also mein Kind ist jetzt 2 Jahre alt und in 5 Jahren geht es dann hoffentlich in die Schule. Das heißt, ich werde jetzt meine Ausbildung fertig machen und dann auch in den Beruf übergehen. Und ich will dann, wenn das Kind in der Schule ist, auf jeden Fall noch mehr Hobbys wieder dazu nehmen, dass ich wieder auch ein bisschen Zeit für mich, für meine Freunde habe. Aber dann auf jeden Fall auch Urlaube zusammen mit der Familie machen und genau, das ist so der Plan. Kannst du dir vorstellen, noch mal Nachwuchs zu bekommen? Aktuell nicht, weil ich ja doch jetzt immer noch recht jung bin und in meiner Ausbildung noch stecke. Aber jetzt ist ja alles soweit ganz gut verlaufen und ich könnte mir schon vorstellen, noch mal ein Geschwisterkind zu bekommen, ja. Also du bist nicht komplett abgeschreckt von deiner Schwangerschaft und Geburt und von der Zeit. Ja, schön. Und wo siehst du dich in 5 Jahren? Auch mit einer abgeschlossenen Ausbildung auf jeden Fall. Noch ein bisschen weiter gereist, auch vielleicht mit Lea und mit Kind. Ja, einfach, ich glaube vor allem glücklich, wenn ich das so ja, das ist natürlich ein schöner Wunsch. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, am Ende. Ich habe keine Fragen mehr an euch beide, aber ich möchte ganz herzlich Dankeschön sagen, dass ihr hergekommen seid und so offen über euer Leben berichtet habt. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Und ja, vielleicht kann ich einfach nochmal betonen, ihr habt ja jetzt auch schon ganz viel mitgekriegt. Ich rede jetzt natürlich an das Publikum, die mir oder uns gerade zuhören. Ihr habt ja mitbekommen, dass es ganz viele Hilfsmöglichkeiten gibt und eben unter anderem unsere Schwangerschaftsberatungsstelle. Namen habe ich schon gesagt. Wir sind in Bruchsal, Caritasverband Bruchsal. Die Telefonnummer werdet ihr auf jeden Fall zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder Fragen habt rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt und euch vielleicht auch unsicher seid oder vielleicht auch ein bisschen Schiss habt, erstmal mit euren Eltern zu reden und vielleicht nicht so eine tolle Freundin wie die Sophia habt, dürft ihr natürlich auch gerne euch an mich bzw. an meine Kollegin in der Schwangerschaftsberatung wenden. Wir haben Schweigepflicht, wir würden mit euch über alles reden können und euch unterstützen und ihr dürft euch gerne bei uns melden. Und ja, von daher sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Es gibt noch einen Teil 3. Ciao. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Richtig gut von euch zu hören. Und ja, meldet euch gerne bei der Iris, meldet euch gerne bei uns, auch wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüss.